Und jetzt hier passt das tatsächlich überall. Okay, und der Rückweg. Ich mache jetzt erstmal nur die Diagonale, Leute. Der Rest sollte eigentlich alles passen. Hier gefällt mir das so nicht. Der Grasblock kommt nach unten, Leute. Der kommt hier hin. Den behalten wir. Hier passt das wieder, denn hier steckt... Irgendwo muss ja mal nach oben oder runter steigen. Ist also in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Hier brauche ich Erde. Dafür kommt... Okay, das lassen wir. Das hier war ja auch so. Dann lassen wir das. Und dann in Ordnung. Jetzt können wir überall Leuchtmittel platzieren, wo ich es haben möchte, Leute. Ich würde hier tatsächlich auch gerne platzieren wollen. So als... Da ist halt was. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt eine Spinne hier. Wo kann die überhaupt sein? Ach so, da unten. Ach, das ist in Ordnung, Leute. Das ist weniger als 13. So, dann wäre eigentlich hier eine, aber die lassen wir. Wegen denen da. Weil wir auch die hier lassen, wegen denen da. Hier ist eine Gerade. Das heißt, hier kommt das hier hin. So. Und hier wären es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahrscheinlich 6. Sagen wir mal 7. Im schlimmsten Fall 7. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 wieder. Aber wir lassen das einfach komplett, Leute. Das passt so. Das passt so. So, dann kommt das hier hin. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ist in Ordnung. Und hier kommt das dahin. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ist auch in Ordnung. Und jetzt die Diagonale. Hier haben wir die nächste Gerade. Das heißt, hier kommen die nächsten hin. Und hier hin. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt 8 Quadrat plus 8 Quadrat sind 128. Davon die Wurzel sind 11. 11 ist weniger als 13, also wird da nichts hinzugefügt, Leute. Also brauchen wir da nichts dazwischen. So, und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wenn 8 Quadrate noch nichts ist, dann ist 7 Quadrate erst recht nichts. So, dann machen wir hier vorne einmal hier hin. Und einmal hierhin. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ist gleich 13, perfekt. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
18 kleiner 26, also brauchen wir 1. 18 minus 1 ist 17 und 17 durch 2 ist 8,5. Ja, dann haben wir einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 auf 9 plus 1. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 auf 9 plus 1. Habe ich hier wieder die Wahl zwischen den beiden. Und interessanterweise kommt aber hier keines dran. Die Frage ist, bräuchte ich das überhaupt? Denn das sind 9 und da sind auch 9, das heißt, hier ist noch Beleuchtung. Eigentlich müsste hier noch Beleuchtung sein. Ja, genau. Hier ist ja 9 und da ist 10. Und da ist 9 und da ist 10. Hier müsste es noch hell sein. Hä? Habe ich falsch gerechnet? Muss ich das da oben eventuell neu machen? Ah, kann es sein, dass ich minus 1 rechne? Nein. Oder durch 26 teilen muss? Die hier sind ja sowieso alle von den geraden Leuten. Die bleiben per se. An jedem geraden Weg möchte ich immer, dass sowas ist. Deswegen sind hier auch so viele. Und nur dazwischen ist nichts. Und hier halt dann auch nichts. Wahrscheinlich bräuchten wir die beiden hier nicht mal. Aber egal. So, der hier ist einfach auch wegen dem Weg. Und das Pendant ist nicht da. Die hier sind wegen dem Weg. Also das Ende des Weges. Und da oben auch. So. Jetzt habe ich hier aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Das heißt, der hier hat hier 11. Also ein Lichtlevel von 1, glaube ich sogar noch. Und der hier hat aber ein Lichtlevel von 12. Das heißt, in der Mitte müssten wir hier ein Lichtlevel von. Ja, die Mitte wären 5,5. Also ich sag mal 5, 1, 2. 3, 4, 5. Ja, immer noch 7 haben und hier immer noch 6. Und da hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, auch noch 7 oder 6. Das heißt, das ist eigentlich zu viel. Muss ich nicht durch. Vielleicht teile ich durch 15 Leute. In Zukunft wieder. Oder? Korrekter wäre, glaube ich, durch 26. Denn die haben ja hier 15, 14, 13, 12. Also das ist 12. Und der Nullte ist 13. Müsste ich dann eventuell durch. Nein, durch 13 war ja schon in Ordnung. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und hier wäre 0 gewesen. Ach, das hat doch genau getroffen. Ist mir egal. So, also, dann haben wir hier 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hier wäre 0. Das gleiche auch hier. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Das heißt, der hier wäre 0. Das heißt, ich habe mindestens einen gebraucht. Das heißt, das sind 25 müssten das gewesen sein. Durch 13 und abrunden. Aber doch. Wenn es 12 und 12 sind, plus.
Wenn ich 25 durch 24 mache, wäre es auch. Ich meine, ich habe ja hier 12 und da 12. Also konkret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. Auf beiden Seiten 12. Und wenn es jetzt nur ein Feld weniger gewesen wäre, Leute, dann hätte ich es nicht mehr gebraucht. Ein Feld weniger, dann wäre es hier 1 und hier 1. Wenn es das Feld hier nicht gäbe. Wenn es da ein Feld weniger wäre, Leute. 1 und 1. Und dann würde das wieder passen. Erst ab dem 25. Das heißt, 12 ist die Zahl, die wir brauchen. Das heißt, ich muss bei 24, Leute, wäre es dann 24 durch 24 abrunden und dann minus, na, ein, aufrunden und minus 1. Das heißt, 25 durch 24 ist 1,04, Leute. Aufrunden ist 2, 2 minus 1 ist 1. Und schon wird ein Schuh draus, Leute. Okay, und was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, okay, hier ist auch 12, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ernsthaft jetzt? Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Und tatsächlich ist hier, hat der hier ein Lichtlevel 1 und der hat hier ein Lichtlevel 1, Leute. Das heißt, der hier, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht, weil wir den ja, weil das Lichtlevel hier noch 1 ist, Leute. Können wir mal kurz nachsehen. Lichtlevel 12. Aha. 4. Einmal war hier 4. Nein, das war Blocklevel. Muss ich, glaube ich, nachsehen. 4. 3. 3. 2. 2. Und dann geht es wieder hoch. Also das ist vollkommen in Ordnung, Leute. Es darf ein bisschen dunkler sein. Okay, dann muss ich hier jetzt neu machen. Also hier, das lassen wir natürlich, Leute. Also der hier ist ja tatsächlich gerechtfertigt, weil der eben um 1 irgendwie... der Weg hier am 1 länger ist. Und hier, das sind ja die Ecken. Also hier, das ist das Ende dieser Gerade. Das ist der Anfang dieser Gerade. Hier das Ende dieser Gerade. Anfang der Gerade. Ende der Gerade. Das müssen wir neu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Leute. 38 durch 24 ist 1,58, aufgerundet 2, minus 1 ist 1. 38 minus 1 geteilt durch 37 geteilt durch 2 ist 18,5. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal die hier wieder weg. Das heißt, es ist nur einer und nicht zwei. Also 18,5, Leute. Dann haben wir 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 0,5 ist 19, wäre also plus 1 hier. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18,5 und dann wäre es hier. Okay,
Ich entscheide mich mal noch nicht, Leute. So, fangen wir hier nochmal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 durch 24 ist 1,4 auf Grunde 2. Minus 1 ist 1. 34 minus 1 sind 33. Durch 2 sind 16,5. Wir machen also erstmal wieder hier weg. So, also. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,5 plus 1. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,5 plus 1. Überschneidet sich das irgendwie? Nein. Aber wisst ihr was? Dann nehme ich diese beiden. Dann ist das nämlich ein bisschen heller auf dem Weg. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, zwei, drei. So, weiter geht's. Es muss ja nicht immer komplett hell sein und das da oben, das ist halt einfach nur. Leider, jetzt ist da oben ein Zombie. Es ist halt einfach so. So. Hier war ja von vornherein nichts. Hier auch nichts. Hier auch nicht. Da sind ja die Enden der Geraden. Hier war nichts. Hier die Enden der Gerade. Und jetzt aber hier die Frage. Ich glaube, hier brauchen wir das nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. F12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ist kleiner 24, dann lassen wir das, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ist auch kleiner 24. Lassen wir. Dann haben wir jetzt hier die Diagonale, Leute. Gehen wir zur nächsten Geraden. Die ist hier. Hier ist die Gerade, das heißt hier. 1, 2, 3. Und hier wäre sie hier. Nein, nicht das. Nein. So, 1, 2, 3. Und zack. So, dann kümmern wir uns mal um die Beleuchtung in der Geraden hier. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,